So, heute sind wir bei Just Bauer, wie der Öhringer sagen würde, in Öhringen. Es ist ein 24/7-Shop, der, wenn wir im Moment rausgehen, sieht man, in einem Container ist und der tatsächlich gegenüber vom Lidl. Was sagt uns das? Also ein 24/7-Shop kann auch gegenüber einem Discounter bestehen, nämlich dann, wenn er andere Produkte anbietet. Den Zugang kriegen wir ganz einfach über eine EC-Karte. Stecken wir jetzt hier mal rein, dann gehen wir raus und dann können wir die Tür aufmachen und können reingehen. Es ist eine knuffige Box. Ja, man sieht hier sehr schön die Produkte. Da ist auch eine Kaffeemaschine und hier sind Obst und Gemüse. Familie Bauer sind, wie gesagt, Direktvermarkter. Die haben eigene Landwirtschaft und damit auch eigene Produktion und verarbeiten damit auch Produkte. Aber sie kaufen natürlich auch einige Produkte zu. Hier haben wir die, die sie selber machen. Hagebutter, Apfeltraum, also sprich Apfelmus. Aber es werden auch ein paar Produkte jetzt hier zugekauft, sodass man vor allem bioorientiert eigentlich ein ganz knuffiges Sortiment hat, um sich zu versorgen. Und das eben mit lokalen Produkten, mit besonderen Bioprodukten, die man wahrscheinlich gegenüber beim Discounter nicht findet. Da ist auch ganz, ganz einfach erklärt, wie das funktioniert. Also wir machen das jetzt mal. Wir nehmen uns jetzt mal einen Kaffee. Geht hoffentlich einigermaßen schnell. Drücken da drauf, drücken auf Cappuccino und dann kommt der Cappuccino raus. Und während der Cappuccino läuft, gucken wir schon mal auf die Kasse. Das ist eine ganz, eine Self-Scanning-Kasse. Kapiert jeder, wie es funktioniert. Werden wir auch gleich ausprobieren. Der Just Bauer hat bisher einen Container, aber vielleicht bald schon ein paar mehr. Hat eigentlich einen Hofladen ganz in der Nähe, der natürlich bemannt ist, entsprechend mit den eingeschränkten Öffnungszeiten. Hier ist auch ein Buch, da kann man Wünsche reinschreiben. Und wenn wir so gucken, was hier steht, dann steht hier super Laden, stehen auch ein paar Dinge, die man gerne hätte. Schokomilch war super, bin jetzt pleite, war es aber wert. Der Laden ist super, der Laden ist toll. Also die Leute sind offensichtlich ganz begeistert, dass es den Laden hier gibt. Ist auch schon ganz viel reingeschrieben worden. So, wir nehmen jetzt hier unseren Kaffee, der ist fertig, 100%, und gehen da mal zum Zahlen und gucken mal, ob wir das hinkriegen. Wir drücken da irgendwie auf Start und dann drücken wir auf Heißgetränke und dann drücken wir auf Cappuccino und dann drücken wir schon auf Bezahlen mit EC-Karte und dann haben wir hier VA Payment, müssen die Karte nur noch vorhalten. Machen das jetzt schon, ist bezahlt, Zahlung erfolgt. Und jetzt können wir hier noch über den QR-Code, könnten wir uns jetzt im Bon auch holen. Das ist auch geregelt, wir machen jetzt mal die normale Variante, kommt ein langer Bon raus und fertig ist das Einkaufen. Also eine Self-Scanning-Lösung auf dem Land in der Box, versuchen wir nochmal wieder rauszukommen. Geht auch, einfach nur Tür aufmachen, müssen wir gar nichts hinhalten. Und schon haben wir ja eingekauft. Also Just Bauer in Öhringen. Gegenüber von dem Lidl, tolles Konzept, echt cool hier, aber auch schon mal in der Shopbox gewesen.